Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld Multiplayer. Wir hatten ja letztes Mal den lustigen Systemcrash bei meiner Frau. Haha. Und ich weiß tatsächlich immer noch nicht, was passiert ist. Der ganze PC ist gecrashed. Einfach so. Ich habe die, und das hatte ich letztes Mal, wollte ich dir das noch erzählen, ich habe für Nova eine Drogenrichtlinie erstellt. Scheiß Drogen. Ja, übel. Nova darf alle 3 Tage ein Bier zu sich nehmen, wenn die Stimmung unter 40% ist. Weil Nova hat eine Drogeninteresse, so rum. Eine Drogeninteresse. Und wenn Nova unter einen gewissen Wert kommt, dann wird sie pissig. Das Problem ist, wir können kein Bier herstellen. Oh, blöd. Das heißt, dass wir müssen es erforschen. Wir müssen die Forschung unterbrechen. Oh. Und müssen gucken, dass wir... Die Forschung, die fast fertig wäre. Wir müssen Bier erforschen. Und dann müssen wir nämlich auch Bier anpflanzen. Und das an unserer Baumwollpflanze, dann pflanzen wir nämlich Hopfen. Hops. Juhu. Und wo finden wir Bier? Bierbrauen. Forscht schon. Ja, okay, das ist ja auch recht zügig. Ja, Bier geht schnell. Bloß wir müssen dann das Zeug irgendwo produzieren. Das heißt, wir brauchen eine Brauerei. Schön. Willst du die Küche noch erweitern? Das war gerade mein Gedanke, ob wir der Küche hinten noch ein bisschen was rausnehmen und da dann... Ich glaube, das machen wir. Ja. Hey, dadurch, dass Nova jetzt forscht, wird Soraya besser im Kochen. Weil Soraya jetzt kocht, oder wie? Ja. Okay. Das macht man übrigens so, man schmeißt erst Sachen auf den Herd und geht dann das nächste holen. Ja, richtig. Machst du so raus, du holst raus die Sachen aus dem Kühlschrank, bevor du kochst. Ja, aber ich schmeiße es nicht auf meine Kochstelle. Mach ich in Zukunft so. Ich schmeiß das Fleisch und die Nudeln schmeiße ich einfach so auf den Herd. Ja, ja. Ja, ja. Und den Reis übrigens, uneingepackt. Ah nein, der ist und ja ohne Topf. Der ist ja in Kartons. Also schmeiße ich den ganzen Packen Reis einfach so auf die Kochplatte. Ja, okay. Ach stimmt, und das war auch noch nicht gemacht. Unser Lager vergrößert. Ja. Okay, so viel hat tatsächlich letztes Mal gefehlt. Ja, das waren die letzten paar Minuten. Ja, okay. Ist nicht so schlimm. Nee, tatsächlich ist es in dem Fall jetzt nicht so schlimm. So, das glätten wir, dass die Küche wieder hübsch ist. Und die kriegt genauso einen Boden. Und das Lager können wir vergrößern. Yay. So, dann können wir nämlich definitiv alles einlagern, weil unser Essen wächst ja. Trotzdem, es wächst zwar langsamer. Das ist egal, wir haben genügend. Bisher hatten wir Glück und es wächst trotzdem. Ich wollte gerade sagen, wir dürfen es echt nicht verschreien. Ja, aber nee, das ist dann okay. Küche gut. Was macht Christa? Wandglätten. Ah. Vielleicht. Oder so. Dauert bei Chris nur ein bisschen. Ja, aber hey, Skill dazu bekommen, Skill dazu bekommen. Richtig. Transportkapselabsturz. Oh, was Feindliches. Die Dina. Schon wieder eine Frau. Ja. Kann Handwerk, kann Bergbau, kann Fernkampf. Sollen wir sie mal zumindest retten? Abstinenzler. Perfekt für Nova. Perfekt. Und ein Vielfraß. Oh. Junge Urbweltratte. Was? Und erwachsen war sie Geologin, ja, die hat wahnsinnig guten Bergbauskill. Mhm. Verblutet in 4 Stunden. Die muss man behandeln vor Ort. Ich glaube, dass... Nova. Ich glaube, ich gehe mit Nova kurz hin. Okay. Behandle ohne Medizin. Aber besser als gar nichts. Und dann gucken wir nämlich, ob wir die gerettet kriegen. Beziehungsweise gefangen nehmen können. Weil die ist von den Hyänenmenschen.
Ja, und wenn wir die dann freilassen, würde das doch etwas Reputation wieder gut richtig machen. Genau. Außer die will sich uns anschließen. Was ja auch okay wäre. Ja, aber dann brauchen wir nochmal einen neuen Raum. Und dann will ich nicht wissen, was Cass vorhat. Tod oh, in 12. Die Qualität ist ja miserabel gewesen. Das ist richtig. Fange Dina ein. Aber jetzt stirbt sie wenigstens nicht mehr. Nicht sofort. Da oben ist sie gelegen. Ja, okay. Okay. Das heißt, wir müssen im Gefängnis die Heizung anmachen? Nee, müssen wir nicht. Aber das Licht müssen wir anmachen. Ja. Ja, weil wir haben eine Überwandlüftung. Und die Werkstatt ist beheizt. Und der Raum darunter auch. Ja, prima. Kann mir gerade nur nicht merken, wem der gehört. Tara. Zack, ins Bett geworfen. Ja. Hey, zumindest kann Nova so ihre Medizinskill trainieren. Ja. 52%, hey, das ist doch okay. 70%. Ja. Was hatten die Brüche? Ein Schnitt am Hals, eine Bissnarbe am Oberkörper, ein Schnitt am rechten Arm, der rechte Oberarm gebrochen und der linke Oberschenkel gebrochen. Ja. Sprechen 5%, 7%. Ja, ja, halt einfach das Maul. Und wir sind alle scheiße. Wir sind alle scheiße? Mhm. Tatsächlich, wir sind alle scheiße. Ja, aber wir haben auch bisher keine Interaktion. Nee. Das Ding ist, Nova, Meinung minus 30, hat mich gerettet, plus 15, mhm, werde gefangen gehalten, minus 25, Abstinenzler versus Drogeninteresse, minus 20. Ja, okay. Die können sich einfach mal grundsätzlich nicht leiden. Das wundert mich jetzt nicht. Die Dina, die stelle ich jetzt einfach mal auf Widerstand reduzieren. Das ist okay. Vielleicht verkaufen wir sie auch. Mal gucken. Gut, dass Soraya sich um Gefangene kümmert. Echt? Ja. Aufsehen. Ja, Soraya. Weil ich glaube nicht, dass die mit Nova einigermaßen warm werden würde. Nein, nicht mal ansatzweise. So, Forschung Bierbrauen ist schon fast fertig. Yay. Brauerei und Gärbottich. Oh Mann, da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ich habe noch nie Bier gebraut. Das kann ja nur gut werden. Ich hoffe, das funktioniert. Dina kann wieder laufen. Ja. Ist gut. Ding, ding, ding. Mucke und so. Läuft. Mhm. Ich finde es eigentlich schade, dass ich immer eine andere Mucke höre als du. Ja, das ist halt so ein Multiplayer-Ding. Du hörst deine eigene. Ja. Wir haben eine richtig, richtig gute Base. Mhm. Ich bin am Überlegen. Wir haben relativ viel Marmor. Da hat's Herzchen. Ja, mal wieder. Jetzt nicht mehr. Ob wir hier oben... Ja. Moment, ich plane das mal, dass du siehst, was ich denke. Hier eine Wand draus machen. Mhm. Das hier alles abbauen. Ja. Also zumindest den Bereich hier. Und dann? Und hier oben dann und den Boden verlängern, dass wir irgendwann in der ganzen Base schönen Boden haben. Du meinst, dass wir dann hier hinten nochmal Räume machen könnten? Ja, in den Berg rein. Genau, wir haben da einen kompletten Berg zur Verfügung. Bierbrauen abgeschlossen. Nice. Dann machen wir jetzt trotzdem erst die Mikroelektronik. Endlich. Fertig. Vielleicht. So, das heißt Produktion. Wir brauchen einen Gärbottich und wir brauchen eine Brauerei. Ja, wie groß sind denn die Teile? Oh, und wir haben kein Holz mehr. Wenn ich das jetzt... Ich muss mal gucken. Kann ich das... Ich gebe mal ein bisschen Holz in Auftrag. Ah, der Gärbottich ist schön klein. Dann kann ich das auch anders machen. Ey. Tu, was ich zu dir sage. Brauerei kommt dahin. Der Gärbottich kommt da daneben. Und dann kommt ein Stuhl davor.
Ein Stuhl aus Holz, bitte. Wie kann ich nochmal mehrere Bäume auf einmal anwählen? Brauchst du... Gehst du in einen Architekt und Befehle und dann sagen Holz hacken. Und dann kannst du den Kasten ziehen. Und dann baut er auch nur das ab, was auch Holz gibt. Ja, ich denke, das sollte mal reichen. Ja. Hund quietscht. Also beziehungsweise Quietschi vom Hund quietscht. Ja, wo Hund hat Quietschi gespielt. Ja. Chris und Jan bauen. Mhm. Soraya forscht. Brauerei. Nova wandert umher. Ah, in der Brauerei können wir dann Bierwürze mischen. Mhm. Und im Gärbottich kann das Ganze dann gären. Was zum Teufel macht Nova eigentlich? Wandert umher, weil es so toll ist, wandern wir halt immer ins Gefängnis rein und raus. Ja. Warum eigentlich nicht? Gärbottich. Ideale Temperatur zum Gären 7 bis 32 Grad. Also ist das ja, 20 prima. Ist doch voll in Ordnung. Okay, dann geben wir doch einfach mal Bierwürze in Auftrag. 10? Ja, wer kümmert sich da dann drum? Chris, oder? Diejenigen, die kochen. Theoretisch ja. Arbeitsaufwand benötigt 25 Hopfen. Mikroelektronik ist erforscht. Woher kriegen wir Hopfen? Das habe ich schon anpflanzen lassen. Ah, okay. Mikroelektronik ist erforscht. Wir können aber jetzt erst weiter cooles Zeug forschen. Mhm. Wenn wir einen Hightech-Labortisch haben. Ja, dann machen wir was anderes. Überlebensrationen zum Beispiel. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir erst die mit der Drogenherstellung anfangen, dass wir irgendwann Medizin machen können. Ja, oder so. Machen wir mal Drogenherstellung. Das ist ja das Richtige für Nova. Und zack, Nova sitzt am Forschungstisch. Ja, logisch. Willst du nebenher schon mal den Hightech-Forschungstisch in Auftrag geben? Hightech-Labortisch aus Stahl. Das ist auch nur ein bisschen teuer. 250 Stahl, 10 Bauteile. Ja. Und der ist auch nur ein bisschen groß. Das war zu... Ich will den aber so platzieren, dass wir definitiv noch den Multi-Analysator nachher hier reinkriegen. Ja, aber den bisherigen Labortisch werden wir ja dann rausschmeißen, oder? Ich glaube, wir lassen den... würden wir den da reinkriegen? Wenn wir ein bisschen umfunktionieren, kriegen wir irgendwann 2 Labortische da rein. Bisher, solange wir noch normales Zeug zum Forschen haben... würde ich beide stehen lassen. Mhm. Und bei dem normalen Zeug können dann 2 gleichzeitig forschen. Ja. Zumindest so lange, bis wir das ganze Normale erforscht haben. Willst du nebenher schon mal deinen Plan von weiter oben, oberhalb vom Lager, umsetzen? Ja. Weil Bergbau können auch ein paar andere. Das ist richtig. Aber erst müssen wir dann die Wand außen bauen. Ja, aber wir können ja in der Zeit schon mal hier auf das Eck mal anfangen mit abbauen. Gestein abbauen. Mach mal so. Ja. So kommt dann immerhin noch keiner rein. So, dann ist es nämlich noch eine Wand. Genauso wie das hier kann dann auch weg. Genau. Pennen die alle schon wieder? Na, typisch. Nee, Soraya pennt nicht. Doch. Doch, pennt auch mit mir. Nee. Ja, okay. Tibor pennt auch nicht. Müssen wir eigentlich unsere einfache Mahlzeitanzahl erhöhen? Dass wir immer mehr, noch mehr auf Vorrat haben? Lass mich mal gucken, was wir... Wir haben 25 auf Vorrat. Ja. Das reicht im Moment. Wir sind halt aktuell 7. Ja. Plus Dina. Ja, yeah, alles gut. Was ich überlegt hätte, ob wir früher oder später gucken, dass wir noch mehr Essen haben. Mhm. Und dann auf leckere Mahlzeiten. Du bist der Wahnsinn. Warum? Guck mal, wo du stehst. Ich habe mich selbst eingesperrt. Großartig. Aber wir können jetzt auch das ganze Gestein abbauen, weil... Die Wand ist ja schon fertig gebaut. Ja, es fehlt nur noch das eine Stück.
Genau. Zack. Das ist übrigens schon überdacht, der Teil. Das ist überdacht. Ja, tatsächlich. Ja. Errichtetes Dach. Brauchen wir das? Nein. Eigentlich nicht. Eigentlich können wir das Dach wegmachen. Befehle. Zone. Zone. Zumindest brauchen wir aktuell noch kein Dach. Dachgebiet verkleinern. Das Dach brauchen wir nicht. Ich baue den Hightech-Labortisch. Weh. Mit wem hast du eigentlich gerade vorhin geflirtet? Chris mit mir. Ah. Nein, ich mit Chris. Aha. Aber Chris hat mich abgewiesen. Was? Chris hat mich zurückgewiesen. Aber ja, ich habe Chris angemacht. Ist ja nicht so, dass du erst dezent soziale Interaktion hattest. Vor allem bin ich mit dir verheiratet. Ja, das hat noch lange nichts zu heißen, offenbar. Guck, und jetzt können wir nämlich gemeinsam forschen. Mhm. Das macht die einfachen Sachen viel schneller. Wieso forscht Chris? Weil Chris auch forschen kann. Ja, aber nicht gut. Ja, dann wird's halt besser. Überfall. Welch Wunder? So, wir haben einen Bogen, zwei Bogen, drei Bogen, vier Bogen. Und das sind teilweise Recurve-Bogen. Die sind gut. Okay. Die sind zu viert. Fernkampf 4, Nahkampf 6, Fernkampf 0. Das ist okay. Das heißt. Fernkampf 9. Wir schnappen. Fernkampf 12. Die vier hierher. Und dann schickst du deine drei hier hinter diese. Warte. Ah, da. Da dann da. Okay. Also erst in Kampfmodus und dann daher schicken. Das passt mir jetzt aber eigentlich zeitlich gar nicht rein. Ja, ist aber so. Ja. Ja, okay. Greifen die eigentlich gleich an? Ja. Deswegen sage ich, jetzt. Ja, okay. Da hat es übrigens gerade bei mir Stups gemacht. Hund hat gestupst. Mhm. So. So, wo bleiben die? Die laufen da oben runter. 7 Mensch warten auf 4 Mensch. Na komm, beweg dich. Lunex mit seinem Knüppel da. Der greift unsere Windturbine an, der Pisser. Das Problem ist, wenn er die Windturbine kaputtschka macht, hat er auch automatisch unser Kabel zur Geothermie. Einer weniger. Zwei weniger. Toll, eine Sonneneruption. Und die anderen flüchten. Ich habe das Ganze mal Ja, flüchtet ruhig. Windturbine ist noch zu 15% vorhanden. Okay, dann waren wir schnell genug. Wir haben die anderen zwei so überrannt. Moment. Du, Nix, wo bringst du den hin? Du läufst außenrum, weil das schneller ist. Okay. Ja, Tibor genauso. Und Chris repariert die Windturbine. Ja, weil wir haben nirgends mehr Strom. Wir produzieren übrigens aktuell 14.000 Watt. Mhm. Wir brauchen, so wie es aussieht, neue Gräber. Wir haben noch eins. Oh ja. Willst du da mal noch? Der Großteil der vulkanischen Asche hat sich gelegt. Nice. Ja, ich mag's. Es ist dunkel. Ich hör's. Du hörst, dass es dunkel ist? Ja. Trockenes Gewitter und so. Nein, leckt an der Sonneneruption. Ja. Wie gebe ich das denn in Auftrag? Du wählst eins aus und sagst dann einfach Kopie bauen. Ja, genau. 4 Stück. Gut. Hey, Sonneneruption ist vorbei.
Uhu. Grab enthält nichts. Wir haben gelernt, unsere Killbox ist ziemlich effizient. Wenn sie Strom hat, ja. Wenn sie Strom hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, unsere Waffen sind relativ unpräzise. Mhm. Man könnte gucken, ob wir präzisere Waffen, Autokanonentürme früher oder später da reinstellen. Mhm. Die müssen wir aber erst erforschen. Und die haben auch mehr Reichweite. Deutlich. Ja, okay. Da müssen wir dann eh umbauen. Aber Aber. Es regelt. Regelt. Ich belaber da jemanden. Ja, belaber ruhig. Widerstand auf 9 geändert. Siehst du. Geht doch. Sehr gut. Ja. Hat da. Oh. Der Hopfen ist noch nicht angepflanzt, weil ich nicht erlaubt habe, Hopfen anzupflanzen. Das ist ein bisschen ungeschickt. Lass uns mal. Was erforschen wir als erstes? Oder gucken wir erst nach Medizinherstellung? Was ist Teufelsgarn? Teufelsgarn. Baue Teufelsgarn-Pilze auf deinen Feldern an. Es handelt sich hierbei um langsam wachsende Pilze, mit denen man außergewöhnlich zähe, hitzebeständige Pflanzenfasern gewinnen kann. Das ist für bessere Klamotten. Ah. Wir können auch Teufelsgarn machen und irgendwann gucken, dass wir von unseren Stoffklamotten wegkommen. Zum Beispiel. Ja, dann los. Wir könnten auch auf farbige Beleuchtung gehen. Ja, wenn man das braucht. So leichtes Rotlichtmilieu. Wer flirtet hier fremd? Das ist ja nur so. Aha. Nur so. Nur so. Ein bisschen. Ja. Nicht, dass langweilig werden könnte. So, in der Brauerei hat logischerweise noch keiner was getan, weil wir keinen Hopfen haben. Hat ja auch nicht in der Richtung irgendwas anbauen dürfen. Hopfen ist mittlerweile angepflanzt. Das ist gut. Immerhin etwas. Okay, da das gemacht ist, dann plane ich mal weiter unseren Marmorplattenboden. Ja, mach das. Machen wir hier komplett rum. Reisende durch. Schon wieder? Ja, aber die reisen nur. Ja, das ist okay. Sind das nicht dieselben, die uns auch das andere Zeug abgekauft haben? Keine Ahnung. Nee. Nee. Feuer. Zzt. Und wo? Das will ich gerade gucken. Zum Ort springen. Ah, mitten in der Wand ist eine Leitung explodiert. Mhm. Unsere Batterien sind leer. Ja, welch Wunder. Was aber im Grunde überhaupt nicht schlimm ist, weil wir ja eh deutlich mehr Strom produzieren, als wir brauchen. Ja, Chris hat was verbockt. Ja, Chris lernt gerade Boden bauen. Ja. Ja. Chris hat einen Konstruktionsskill von 4,8. Ja, aber der wird besser. Das ist richtig. Zum Glück wird er vom Verbocken nicht schlechter. Ja, wir verschwinden halt Material damit. Ja, aber ganz ehrlich, das ist auch egal. Ich überlege, dass wir eine Zeit lang keine Ahnung hatten, wie wir an so viel Steine rankommen sollen. Und mittlerweile haben wir einen kompletten Marmorboden. Ja. Zeiten ändern sich. Mhm. Cass nicht. Indeed. Hat eigentlich noch keiner das Dach entfernt? Nee. Reißt das Dach ab. Hier hinten liegt ein totes Alpaka, das verdirbt in 1,2 Tagen. Ja, dann los.
So, kein Dach mehr. Auch gut. Nova forscht. Wir haben schon fast Teufelskörner forscht. Weh. Das ist ziemlich gut. Und Chris schlachtet eine Alpaka. Ja, ist ja sowieso schon tot. Ist ja sowieso schon tot. Ja, was soll ich denn sonst dazu sagen? Mach schneller. Wie geht's denn eigentlich unserem Hopfen? 8,7% gewachsen. Oh oh. Das dauert noch. Ich hoffe, da wächst überhaupt was. Wie geht's Nova? Das muss ich nämlich gucken. Ist zufrieden. Chemikalie 21%. Chemisches Verlangen minus 2. Ja, solange wir es schaffen, sie glücklich zu halten, ist alles okay. Mhm. Weil sie darf es ja nur, wenn die Stimmung scheiße ist. Richtig. Dina ist vollständig geheilt. Sehr gut. Unser Lager ist übrigens gerammelt voll. Jo. Sollen wir unser Lager mal vergrößern? Ja, dann mach. So, Lager wird vergrößert. Es gibt auch nur ein bisschen Stein. Wenn was dabei rauskommt, ja. Wenn was dabei rauskommt. Wäre aber Sandstein. Ist gut für Wände. Er wollte gerade sagen, wäre jetzt nicht unbedingt verachtenswert. Könnte ich die rechte Wand der Killbox auch noch doppelt dick machen. Weil die linke ist ja schon doppelt, die rechte noch nicht. Ja. Oh, das gibt Sandstein. Sehr gut. Auch gut. Haben wir eigentlich Sandstein? Ja, wir haben Sandstein in Auftrag gegeben. Widerstand ist bei 6,3. Top. Und unsere zwei Superforscher forschen? Ne, nur eine. Ne, gerade eben haben beide geforscht. Ich habe jetzt nur noch eins. Jetzt zwei. Jupp, sieht man, wie schnell das kurz wird. Mhm. So. Dann forschen wir. Wir könnten Medizinherstellung erforschen. Medizinherstellung oder Prothetik? Oder beides? Beides. Fangen wir mit den Medizins an. Ja, genau. Hey, aber das geht ja nur an dem Hightech. Medizin? Mhm. Nee, ich glaube Medizin. Ja, nee, geht nur am Hightech. Kann nur einer forschen. Ja. So. Lagerzone erweitern. Widerstand ist bei 5. Mega. Ein Händler wäre mal wieder nicht schlecht. Oder müssen wir jetzt eine. Ah, das kann sein, dass wir mittlerweile funken müssen, um Händler zu bekommen. Mhm. Das heißt, wir müssen dann auch eine Funkbarke etc. bauen. Müssen wir die erst noch erforschen oder können wir das schon? Da, 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 da. Wir können eine Orbitalhandelsbarke und eine Funkanlage bauen. Mhm. Geht vom Preis her. Wo passt denn das Zeug rein oder müssen wir da einen extra Raum bauen? Wie groß ist denn das Zeug? Die Funkanlage ist fast so groß wie ein Solarpanel. Okay. Und die Orbitalhandelsbarke ist ein Feld, die müssen wir überall dahin stellen, wo wir Dinge lagern, die wir verkaufen wollen. Okay. Aber ich glaube, die Funkanlage. Wo schmeißen wir die rein? Schmeißen wir die überhaupt irgendwo rein, oder? Ich hätte sie draußen einfach hingestellt. Ich weiß nicht, ob die glücklich drüber ist, wenn sie im Regen steht. Kann sie ja überdachen. Ja, das ist richtig. Die muss irgendwo hin, wo sie Strom hat. Die könnte ich eigentlich zwischen die Solarpanels stellen. Theoretisch, ja. Und dann muss ich halt da dazwischen ein Dach hochziehen. Ja. Dann stellen wir die dahin und sagen, Dach bauen, erweitern.
zwischen den Solarpanels Dach reinmachen. Ja. Das ist doch schön. Da müssen wir aber da draußen vermutlich auch Licht dran machen, weil sonst wird es dunkel. Ja. Nicht neu montieren. Kopie bauen. Machen wir da ein Licht hin. So, dann stellen wir nämlich eine Orbitalhandelsbarke in unser Lager. Mhm. Da ist eigentlich alles, was wir verkaufen wollen, ne? Essen verkaufen wir nicht. Nee, Essen verkaufen wir nicht. Essen verkaufen wir nicht. Weil wir können die ganzen Messer und Bögen und Rauch, die biokodierten Rauchwerfer und den ganzen Scheiß können wir alles verkaufen. Ja. Und vielleicht gucken, ob wir Bauteile kaufen können. Wir haben nur noch 29. Nur noch, in Anführungszeichen. Ja. Müssten wir eigentlich nochmal einen neuen Raum bauen, ein neues Zimmer bauen? Weil wegen? Ich weiß nicht, was wir mit Dina machen. Ich hätte gesagt, entweder die kauft jemand, weil Sklavenpreis 1515 Tacken. Ja, aber sie kann halt Bergbau. Ja, aber wir haben eine Menge Bergbau. Und Handwerk. Und hat eine Passion für Handwerk. Kein Handwerk? Ja, mhm. Handwerk 8. Und vor allem verweigert nichts, könnt auch tragen und putzen. Verweigert? Ja, frisst halt viel. Ja. Wir könnten aber... Geht zumindest nicht an irgendeinem Bier hin. Das ist richtig. Wenn sie sich überhaupt anschließt. Obwohl man, wenn wir Bier haben, allen erlauben könnte, alle paar Tage ein Bier zu trinken, wenn die Stimmung scheiße ist. Halt, stimmungsbezogen. Ja, das können wir ja noch überlegen. Genauso wie wir bei Dina überlegen können, ob wir noch wollen oder nicht. Das ist richtig. Wir sollten halt machen, bevor sie ausbrechen will. Mhm. Dafür haben wir aber noch 60 Tage. Ah, Heizung war kaputt. Ja, vor allem ist der Widerstand bei 3,5. So. Orbitalhandelsbarke steht, hat aber keinen Strom. Okay. Weil da, oh, da läuft gar kein Stromkabel. Ja, blöd. Dann legen wir da mal ein Stromkabel hin. Oh, uns geht langsam das Stahl aus. Mhm. Jan rennt einfach nur an der Wand vorbei und Wand fertig. Mhm. Würdest du dich bitte verbinden oder stehst du jetzt zu weit vom Stromkabel weg? Vermutlich. Nein. Ja, steht ein Feld zu weit vom... Na, platziere ich es ein Feld um. Ja. Weil somit können wir an die orbitalen Händler das Zeug verkaufen, das hier im Lager ist. Ja. Aber auch nur das. Ja. Passt ja. So. Sehr gut. Chris kocht. Uns geht's gut. Mhm. Dina hat einen Widerstand von 2. Sehr gut. Unser Hopfen wächst. 25% hat er schon. Juhu. Mhm. Nova forscht wie blöd. Top. Du bist nicht mehr inspiriert. Nicht mehr im Arbeitsrausch. Ja, Komfort. Wollte ich gerade sagen, ja, ist Komfort. Tibor entfernt Dreck. Auch gut. Lunex wandert herum. Ja. Nee, jetzt trägt Lunex Reis durch die Gegend. Ja, ein paar Pflanzen sind ja auch reif. Ja. Auch nicht schlecht. Bring. Wir haben schon wieder eine ganze Menge Marmor. Ich schieb mal die Sandsteinblöcke ein bisschen vor. Mhm.
Weil mein Gedanke war, das wird dann hier. Warte, lass mich kurz gucken, wo du bist. Oh, um Killbox. Ah, ja. Dass wir da auch wie hier drüben eine Doppeltür reinmachen. Ja. Und dann unsere Wandkühlung etwas schützen. Einpacken, aber hier kein Dach reinmachen, dass die heiße, die auch arbeiten kann. Dass die heiße Luft raus kann. Aber dann hauen die uns die nicht mehr kaputt, wenn sie von außen kommen. Mhm. Aber die Wand könnte man ja direkt schon machen. Da kommt ein Großhändler. Noise. Violettes Frettchen. Jo. Hat Enten dabei. Krieg ich eine Ente? Nein, aber ich lass mal handeln. Ja, okay. Aber Ente. Quack. Ja, ja, Quack. Ist okay. Quack. Wir haben es schon verstanden. Geh mal handeln. Ja, bin ich doch schon. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. So. Was kauft ihr denn? Du könntest tatsächlich Ente kaufen. Oder Ziegenbock. Wow. Wir haben Vogelleder. Warum haben wir Vogelleder? 38, das bringt uns halt genau gar nichts. Weiß ich nicht. Bringt uns was zum Verkaufen, falls das. Genauso wie das dünne Leder und die Kamelhaut. Der hat aber gar nicht so viel Geld. Komm, bei dem. Geh mal weiter runter. Ja? Das erste, was er nicht kaufen will. Dina will er nicht kaufen. Nee. Schade. wir können keine Bauteile bei ihm kaufen. Wir können aber, jetzt lass mich mal gucken, wir könnten ihm ein bisschen Kräutermedizin verkaufen. Ja. Wir haben sehr viel. 24, dann haben wir noch 50 übrig. Ja, das klingt gut. Dann können wir ihm verkaufen die kaputte Mütze, ein kaputtes T-Shirt, die Kamelhaut, das dünne Leder, die Kamelhaut, das Vogelleder, das braucht auch niemand. Und sonst? Jo. Hm. Passt so, würde ich sagen. Passt so, genau. Also wir wollen ihm das Pemmican verkaufen. Was für ein Zeug? Eine nahrhafte und haltbare Mischung aus zerstoßenem Dörrfleisch, Fett und Pflanzen. Ist wahnsinnig lange haltbar, aber wir haben was Besseres zu essen. Ja, verkauf's. Also Pemmican. Trägst das Silber, das wir eingenommen haben, trägst du schon durch die Gegend. Ja. Prima. Das ist eine Menge Geleitschutz. Mhm. Jetzt kann von mir aus ein Raid kommen, weil der Raid hat keine Chance. Wie stehen wir eigentlich waffenseitig da? Ah, stimmt, ich wollte ja mir noch ein Präzisionsgewehr irgendwann verschaffen, weil ich ja ein ziemlich guter Schütze bin, also ein Top-Schütze. Also ein Scharfschützengewehr hätte ich ja gern. Ja. Das kann ich allerdings erst, müssen wir erst erforschen. Schaden 25. Was macht das Sturmgewehr? Schaden 11. Ja, nee, bin dann schon ein Präzisionsgewehr. Ja. Was macht denn mein jetziges? Ich habe keine Ahnung. Jan ist nicht im Kampfmodus. Ja, ich weiß. Repartiergewehr. Schaden 18. Okay. Mäh. Ja. Mäh. Wow. Mäh doch selber. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir mit Dina? Ich weiß es nicht. Hm. Sind wir uns wenigstens einig? Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Wir haben schlicht keine Ahnung. 626 Marmorblöcke haben wir. Komm, mach mal Boden. Das sind 392. Ich mache einfach mal überall Boden, wo wir uns jetzt einfach leisten können. Mhm.
seltene Trumbos. 136 Jahre alt und 37 Jahre alt. Ein 136 Jahre altes Trumbo. Ja. Hat Rückenschmerzen. Weil alt. Trumbos sind schön. Mhm. Willst du aber nicht angreifen? Nee, gibt Dinge, die macht man nicht. Die haben, glaube ich, eine 100% Chance, dass sie einem aufs Maul hauen. Ja, 100%. Wenn sie angegriffen werden. Beim Zähmen nix. Wir könnten Trumbos zähmen, aber die fressen viel. Ja, aber dann hätte Nova was zu tun. Ja, das sind halt Riesenviecher. Ja. Brauchen die nicht auch recht viel Platz dann? Yep. Das ist das Nächste. Die brauchen relativ viel Platz. Ich habe einen Konstruktionsskill von mittlerweile 19,55. Ja, läuft. Ja, der steigt so langsam, weil ich schon wieder viel zu viel gelernt habe. Der ist immer noch da? Mhm. Okay. Also Tibor darf definitiv nichts heilen. Tibor? Mhm. Nee, Tibor tut auch nichts heilen. Der hat einen Skill von 1. Wir haben ein Geschenk bekommen. 216 Silber. Ja, okay. Schenk uns halt Geld. Nehm ich. Ja, nehmen wir mit. Wir sind schon wieder dreckig. Der Widerstand ist gebrochen. Yay. Soraya zeigt Interesse am Akzent von Dina. Interesse am Akzent. Mhm. Und erzählte irgendwas über Vampire. Tara und Jan unterhielten sich über Haustiere. Jan und Tara unterhielten sich über das Kämpfen gegen Schurken. Jan erzählte Tara einen Witz über große Menschen. Wo brennt's? Jan erzählte Chris einen Witz über Saubermachen. Was? Ja. Hä? Ja. Er hat ganz weit oben rechts brennt. Ja, aber das ist das Feuer, was gezeigt wurde, das war in der Heimzone. Das wurde aber wahrscheinlich so schnell gelöscht, dass wir es nicht gesehen haben. Vermutlich. Irgendwelche Viecher haben sich gerade gegenseitig aufs Maul gehauen. Das ist okay. Ja, ein Valk hat einen Steingeist umgebracht. Ich lasse den mal einsammeln. Ist okay. Also südlich von uns, also unterhalb der Killbox brennt's. Westlich brennt's. Ja, die halbe Karte brennt. Cass, was willst du uns damit sagen? Regnerisches Gewitter. Hört wieder auf zu brennen. Ja, aber was will sie uns damit sagen? Wir sollen kein Bier brauen? Natürlich brauen wir Bier. Hey, unsere Hops sind schon 44% gewachsen. Ui. Richtig gut. Ich bin mal so frei und schnapp mal dich. Ja. Und guck mal, was können wir denn alles kontaktieren? Okay, nichts Besonderes. Wir sind eh alle feindlich. Also wir können nur wirklich funken, wenn irgendjemand im Orbit ist. Okay. Aber wir kriegen normalerweise eine Meldung, wenn ein Händler im Orbit ist. Dann mhm. können wir mit dem handeln. Und die zahlen normalerweise auch relativ gut und verkaufen ziemlich fancy Zeugs. Ja. Fancy, fancy. Bei uns ist es immer noch dreckig, wie die Hölle. Ja, dann wird es Zeit, dass Dina sich dazu entschließt, sich uns anzuschließen. Naja, bisher rekrutieren wir sie nicht. Wir haben aber auch kein Zimmer für sie. Ja.
Wir haben aber im Moment auch keinen Marmor, um ein Zimmer zu bauen. Korrekt. Moment, ich stelle mal den Steinmetztisch nochmal um, dass der wieder Marmorblöcke herstellt. Weil wir können ja nicht mal den Boden fertig machen. Wenn wir zu wenig haben. Wenn wir zu wenig haben. Und wir können eigentlich nochmal ein bisschen Marmor holen. Holt das mal. Ja, Chris hat das Fleisch gecached. Mhm. Ihr lauft alle an dem Dreck vorbei. Wir ja, haben halt alle was zu tragen. Ja, aber das sieht scheiße aus. Ja, schon. Nova, oh, oh. Nova und Chris prügeln sich. Okay, sie haben aufgehört, sich zu prügeln. Gehen sie wenigstens beide gleich zur Behandlung. Chris muss behandelt werden. Nova hat 2 Prellungen. Chris hat eine Prellung am Oberkörper, eine Prellung am rechten Arm, einen gebrochenen Brustkorb, einen Bruch am rechten Oberarmknochen und eine Prellung am linken Bein. Aua. Chris hat ziemlich aufs Maul bekommen. Die haben über Gelegenheitsjobs diskutiert. Und Chris gab ein zweifelhaftes Kompliment über das Aussehen ab. Ich sag's mal so, Chris ist ein bisschen selber schuld. Zweifelhaftes Kompliment. Mit anderen Worten, hat beleidigt. Ja, das Ding ist halt, mich wundert eigentlich, dass Nova nicht zusammengebrochen ist, weil die sind Weichei. Aber... Nee, stattdessen ging es in die andere Richtung. Das Ding ist, sie ist eigentlich auch die Aufreibende. Ne? Sagt immer genau das, was sie denkt, vor allem dann, wenn sie es stört. Chris ist halt blutrünstig. Ja. Deswegen ist Chris aber momentan auch ziemlich happy. Wow. Mir geht's scheiße, deswegen fühle ich mich gut. Oh nö, ist nicht mehr da. Das ist wahrscheinlich nur ein kurzer Perk, aber... Unsere Kolonisten sind grundsätzlich relativ happy. Ja. Chemischer Hunger. Ja. Ha. Hopfen sind noch nicht gewachsen, deswegen kannst du noch kein Bier trinken. Sorry. Ich überlege gerade, ob ich die Drogenrichtlinie abändere. Einfach, dass er alle 3 Tage einfach ein Bier trinken darf. Punkt. Ja, aber wird sie nicht dann noch saurer, weil sie aktuell nicht mal ein Bier hatte? Nö. Aber Stimmung unter 90%. Als kleinen Stimmungsboost. Ah ja. Dann wird sie wenigstens deswegen... Momentan ist es chemischer Hunger -4. Wir können das momentan noch ausgleichen. Mhm. Das Schöne ist aber, damit könnte man sie auch ein bisschen pushen. Ja. Das könnte man eigentlich allen erlauben. Weil das wäre sonst, glaube ich, nicht fair. Ich weiß nicht, ob die dann pissig werden, wenn die verschiedene Drogenrichtlinien haben. Möglich, muss aber nicht unbedingt. So, du boostest deinen Medizinskill, oder wie jetzt? Scheint so. Ich habe ja einen Medizinskill von 9. Ja. Nachdem ach, Nova wurde ja auch noch gar nicht behandelt. Ja. Ich gehe euch behandeln und dann direkt an den Steinmetztisch und arbeiten. So muss es sein. So gehört sich das. Natürlich putzt jetzt niemand. Ja, wir könnten Dina rekrutieren und putzen lassen. Dann brauchen wir aber für Dina ein Zimmer. Ja, das ist ja wohl schnell gemacht. Nein, weil wir kein Material dafür haben. Oh, dann kriegt sie halt ein Zimmer mit Wänden aus Holz. Nein, das macht man nicht. Sie braucht ja auch keinen Riesenraum.
So groß wie die anderen soll doch schon sein. Ja. Ja, komm, dann mache ich halt Holzwände. Vorerst, die kann man ja dann nachher ausgleichen. Da eine Tür. Wie machen wir es da mit Heizung? Ich weiß nicht, ob eine Überwandlüftung über zwei Räume die Wärme so gut verteilt. Die kriegt dann vermutlich eine eigene Heizung. Ja, aber eine Überwandlüftung rüber zu Nova würde auf jeden Fall Sinn machen. Zusätzlich? Mhm. Ja, schon. Und ein Bett. Und zum Bett gibt es einen Nachttisch. Und eine Kommode. Dann stelle ich mal bei Dina das auf Rekrutieren. Yep. Und ein Licht kriegt sie auch. Großzügig hier. Und eine Heizung. Und eine Überwandlüftung. Machen wir hierher. So. Alles eingeplant. Jetzt muss es nur noch verarbeitet werden. Ja. Gut, dass unser Hauptkonstrukteur nicht K.O. ist. Ja. Der mal kurzerhand da einen Raum hinzimmert. So nebenher. Sollte langsam mal jemand kochen, weil wir haben nur noch 4 Mahlzeiten. Unser Koch liegt momentan auf der Krankenstation. Ja. Das kommt vor. Aber unsere Chirurgin ist zumindest mal vollständig geheilt. Nova ist wieder fit. Das ist gut. How goes, Chris? Hat immer noch einen gebrochenen Oberarm. Ist aber fast geheilt. Meisterwerk. Ha! So? Ein meisterliches Bett habe ich hergestellt. Medizinherstellung ist erforscht. Wee. Dann machen wir jetzt... was wollten wir? Wir wollten noch irgendwas anderes. Ja, ich weiß es nicht mehr. Prothetik? Ah ja, Prothetik. Für den Fall der Fälle. Und Heizung. Steht. Weh. So, Bett meisterlich. Besitzer niemand im Moment. Ja, weil Dina noch nicht... Ach ja, Dina ist ja noch nicht rekrutiert. Ja. Und wir haben keine Mahlzeiten mehr. Chris, koch jetzt, egal in welchem Zustand, ist mir egal. Sonst haben wir ein Essensproblem. Neuer Rekrut. Dina. So, und die braucht erstmal Klamotten, weil die ist nämlich nackt. So, ja, Soraya versprach Dina frische, kostenlose Erdbeeren. Was geht in der Kolonie ab? Welche Erdbeeren? Vor allem kostenlose. Hat ihr niemand erzählt, dass sie putzen muss? Genau. Plan. Also Dina ist übrigens dann deine. Ist okay. Ich, probier's. Aber ich plan Dina mal ein. Mhm. So wie man sie einplanen sollte. Bettruhe. Die darf auch verstärkt Transport und reinigen. Die hat eine Hypothermie. Wer, weil sie erfriert? Weil sie keine Klamotten anhat. Ja, aber es hat doch... Es hat nur 4 Grad. Ja, okay. Sie darf verstärkt schmieden und Handwerk, weil da ist sie richtig gut drin. Mhm. Und genauso wie Bergbau. Ja, und auch viel mehr kann sie auch nicht. Ja, wir sollten ihr Klamotten machen. Das ist richtig. Die brauchen Satzklamotten. Dann kriegt sie... Schmelzofen, Nähtisch. Ja, ich... Aber willst du? Weil ich hätte jetzt einfach Stammeskleidung, Mütze, Parka, Hose. Ja, okay. Aber alles so, mindestens erlaubte Stufe Handwerk 8. Dann sind die Sachen auch gut.
Was? Hm? Eine Gruppe ausgesetzter oder verirrter Schweine hat das Gebiet betreten. Sie scheinen Menschen zu vertrauen und schließen sich der Kolonie an. Okay. Wir haben eine Sau und einen Eber. Wir brauchen ein Gehege. Ja. Und wir müssen dann Heu anpflanzen. Oder wir schlachten die zwei einfach. Jetzt lassen wir sie erstmal noch ein bisschen leben, bevor wir sie gleich umbringen. Dass du auch immer alles gleich töten musst. Tue ich gar nicht. Doch. Gehege. Aus dem aktuell haben wir noch mehr als genug zu essen. Nein, das wollte ich nicht. Soll man eigentlich weiterlaufen lassen? Ja. Wir müssen dann nämlich auch Heu anbauen. Heu. Heu. Anbauen. Ja. Was? Wir müssen Heu anbauen. Also die Funktionsweise von wie Heu generiert wird, das muss man den Entwicklern vielleicht noch erklären, oder? Heugras heißt es übrigens. Ah. Weil sobald wir dann nämlich eine Gehegewagen. Ah, Prothetik ist abgeschlossen. Das geht jetzt richtig schnell. Dann machen wir. Ja. Teppich. Mach. Teppich. Können wir das ganze Basic-Zeug mal durch? Jo. Hose ist fertig. Yay. Dina, wo bist du? Sie macht das. Sie stellt gerade ihre eigene Klamotte her. Ja, aber hat sie die auch gleich angezogen? Das T-Shirt hat. Sie hat ein kaputtes T-Shirt an. Ja, das war das T-Shirt, mit dem wir sie aufgegriffen haben. Ja, und sonst hat sie nämlich nichts an. Sie hat nur ein T-Shirt an. Ja, jetzt hat sie eine Hose auch an. Ja, Hose hat sie angezogen. Ist das schon mal besser? Und Chris ist vollständig geheilt. Sehr gut. Gehege benötigt, ja. Moment, Tierpfleger. Chris, Stufe 7. Du Stufe 7. Glunex Stufe 8. Mhm. Nova Stufe 6. Also, aber Nova hat eine Passion dafür. Du, Chris. Glunex also auch. Du, Glunex und Nova haben eine Passion. Chris hat eine heftige. Deswegen lasse ich es hauptsächlich Chris machen. Ist und, okay. Und Glunex, weil die die höchsten Skills haben. Besuchergruppe. Ja. Ich würde aber sagen, bevor wir uns die Besuchergruppe ansehen, machen wir Schluss für heute, oder? Ja, ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt. Dann bedanken wir uns fürs Zusehen und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Und tschüss.